Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Lucia und bevor mich irgendwer in den Kommentaren gleich fragt, das hier ist kein Knutschfleck, sondern einfach nur Selbstbräuner. Ja, ich weiß, ich wünschte ja auch, ich könnte euch sagen, ich hätte hier einfach wild rumgeknutscht, aber nein, ich habe einfach Selbstbräuner mal wieder falsch aufgetragen. Lasst uns nicht weiter drüber reden. Danke. Ich melde mich heute bei euch mit einem ziemlich verwirrenden Fall und bin gespannt, was ihr kleinen Detektive dazu sagt. Da diese Geschichte aus verschiedenen Sichten erzählt wurde und jeder irgendwie was anderes erzählt hat, fange ich jetzt erstmal damit an, aus der Sichtweise der Barnetts die Geschichte zu erzählen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wer sind die Barnetts? Und dazu kommen wir jetzt. Michael und Christine Barnett sind ein Ehepaar aus Indiana, also aus den USA. Michael hat dunkle Haare, hat einen Bart, ist ziemlich breit gebaut, so ein stämmiger Typ, hat ein offenes Lächeln. Auch Christine sieht sehr hochgewachsen aus in den ganzen Berichten, die man so gesehen hat. Und sie ist blond, hat eine sehr, sehr helle Haut und ich finde sie ziemlich hübsch. Ja, sie haben 3 Söhne miteinander. Es heißt, dass für Michael und Christine gerade die Familie sehr, sehr wichtig war. Sie haben ja, wie gesagt, 3 eigene Söhne. Einer davon gilt als Genie. Also er gilt irgendwie so als richtiger Mathe-Crack, aber das hat jetzt nicht so viel mit dem Fall zu tun. Auf jeden Fall heißt es, sie haben ein Herz für Kinder und beschließen auch irgendwann, dass sie ihre Familie noch erweitern möchten. Sie wünschen sich erneuten Familienzuwachs, diesmal wollen sie aber adoptieren. In 2008 kam die kleine Natalia aus der Ukraine nach Amerika. Sie hat dort erst in so einer Art Waisenhaus gelebt, also es war eine Art Gemeinschaftshaus, wo ganz viele Kinder miteinander gelebt haben und betreut wurden. Doch nun ist sie eben in die USA gekommen, um dort an eine Familie vermittelt zu werden. Die Informationen, die Christine und Michael über Natalia erhalten, sind, dass sie ziemlich klein ist. Sie hat tatsächlich sogar eine Wachstumsstörung. Das heißt, sie wird auch nicht viel größer werden, als sie gerade schon ist. Dann, dass sie dunkles Haar hat, dass sie 6 Jahre alt ist und ein liebes Kind sei. Tatsächlich sei Natalia erst bei einem anderen Paar gewesen. Doch die hätten schon nach ein paar Wochen des Zusammenlebens mit Natalia beschlossen, dass das irgendwie nicht so passt und sie wieder zurückgegeben. Es klingt sehr befremdlich, wenn man sagt, dass ein Mensch zurückgegeben wurde, aber das ist das, was hier passiert ist. Also sie haben Natalia an die Adoptionsvermittlung wieder zurückgegeben. Man weiß nicht genau, was der Grund dafür war, dass es nicht geklappt hat mit dieser Familie. Doch damals hat man vermutet, dass es vielleicht mit Natalias Behinderung zu tun haben könnte, da sie durch ihre Wachstumsstörung oft Schmerzen hatte. Ihre Knochen waren nicht vollständig ausgebildet, teilweise waren sie schief gewachsen und somit hatte Natalia große Probleme bei alltäglichen Dingen, wie beim Laufen oder mit der ganzen Motorik, Sachen zu erreichen und vor allen Dingen andauernd Schmerzen. Michael wird später in einem Interview sagen, dass die ganze Adoptionsgeschichte viel zu schnell ging. You know, back then I should have noticed that something was unusual with this. Christine und Michael haben ja eine Handvoll Informationen über Natalia bekommen und eigentlich direkt am selben Tag noch die Papiere unterschrieben. Laut Michael ist das Ganze also wirklich so passiert, dass sie morgens einen Anruf bekommen haben von der Adoptionsvermittlung, die gesagt haben, hey, wir haben hier ein Kind für euch, das passt zu eurer Familie, das könnte klappen. Dann sind sie hingefahren und praktisch direkt mit einer Tochter wieder nach Hause gefahren. Michael und Christine war bewusst, dass Natalia eine Wachstumsstörung hat und das war etwas, womit sie gar keine Probleme hatten und womit sie sich vorstellen konnten, umzugehen und Natalia da Hilfe zu bieten. Und so haben sie sich dann, wie gesagt, an ein und demselben Tag dazu entschlossen, Natalia zu adoptieren. Wo ich kurz überlegt habe, was ist denn hier so mit Kindeswohl und sowas? Ich weiß jetzt nicht, ob die Adoptionsstelle vorher schon mal bei den Barnetts, also bei Michael und Christine, zu Hause war. Aber wenn man den Erzählungen von Michael Vertrauen schenkt, dann klingt es so, als hätten sie das Kind praktisch über die Ladentheke vermittelt. Finde ich alles schon ein bisschen suspicious. Tatsächlich sagt Michael auch noch, dass sie von dem Kind, also von Natalia, nur ein paar Infos hatten. Eine Geburtsurkunde aus der Ukraine, 2 Fotos und ein Arztbericht. Das war so alles, was man mit Natalia mitgegeben hat. Naja, so kommt es auf jeden Fall dazu, dass Michael und Christine dann in diesem Vermittlungsbüro sitzen und Michael erzählt, dass dann plötzlich die Tür aufgesprungen sei
Und da sei die kleine Natalia auf die beiden zugelaufen und habe direkt Mami und Daddy geschrien. And Natalia comes running in, smiling ear to ear, saying Mommy, Daddy, Mommy, Daddy, Mommy, Daddy. Sie habe gegrinst, sie habe sich gefreut, jetzt ihre neuen Adoptiveltern kennenzulernen. Und das hat Christine und Michael natürlich auch gefreut. Das hat sich angefühlt wie ein einfacher Start. Tatsächlich finden Michael und Christine später erst heraus, dass Natalia gerade eben erst von der anderen Familie abgegeben wurde. Und das ist etwas, was Michael im Nachhinein dann verwirrt, weil er sagt, welches Kind ist schon wieder so glücklich und nennt fremde Leute direkt Mami und Papi, wenn es gerade erst von einer anderen Familie zurückgelassen wurde. Aber das sind alles so Fragen, zu denen wir später noch kommen. Und so schön der Anfang jetzt auch irgendwie geklungen hat und so leicht das alles ging, auch mit dem Papierkram und dass Natalia direkt so glücklich war, bei den Barnetts zu sein, so scheint es schon sehr schnell Probleme zu geben. Tatsächlich erzählt Michael später, dass die erste komische Situation direkt am ersten Abend passiert sei. Er erzählt, er sei im Wohnzimmer gewesen, habe so ein bisschen Krams gemacht und seine Frau, Christine, habe das neue Kind baden wollen. Erstmal waschen wollen, sich um Natalia kümmern wollen und plötzlich habe er aus dem Badezimmer einen schrecklichen Schrei gehört. Katastrophal, er sei ins Bad reingerannt. Was ist los? Was ist passiert? Ist alles gut bei euch? Und Christine habe zu Michael nur gesagt, look, also guck. Und er habe hingeguckt und gesehen, dass Natalia eine volle Schambehaarung hat. Das sechsjährige Mädchen saß da in der Badewanne mit voller Schambehaarung. Und von dem Punkt an, heißt es, haben sich weitere seltsame Situationen gehäuft. Sie erzählen, Natalia habe sich überhaupt nicht für Spielzeug interessiert. Sie habe keinen Spaß an all dem gehabt, was Kinder in ihrem Alter eigentlich so lieben. Sie habe auch lieber mit Älteren gespielt, als mit Kindern in ihrem Alter. Eines Tages laden die Barnetts dann einen Freund aus der Ukraine zu sich ein. Sie kennen jemanden, der spricht auch ukrainisch und denken sich, hey, das ist ja toll für Natalia, dann fühlt sie sich so ein bisschen wie zu Hause, fühlt sich ein bisschen verstanden und laden, wie gesagt, diesen Freund zu sich ein, damit er eben ein bisschen mit Natalia auf ihrer Muttersprache mit ihr quatscht. Aber der Freund sagt schon bald, Leute, das Kind hat noch nie ein Wort ukrainisch gesprochen. Sie versteht mich nicht, sie kann nicht antworten, sie hat noch nie ukrainisch gesprochen. Und das verwundert die Barnetts natürlich sehr, weil Natalia angeblich ja die ersten Jahre ihres Lebens in der Ukraine verbracht hat, aber sie kann kein Wort ukrainisch. Eine weitere Situation, die Michael und Christine im Nachhinein Kopfschmerzen bereitet, ist, als sie mit ihren Söhnen und mit ihrer Tochter Natalia an den Strand fahren. Und die Söhne rennen wohl sofort zum Meer, wollen sofort spielen gehen und Natalia braucht ja nun mal sehr viel Hilfe. Durch ihre Knochenfehlstellung kann sie ja nicht gut laufen und so sagt sie dann, Mama, Papa, könnt ihr mich zum Wasser tragen? Die sagen aber gerade, hey, gib uns noch eine Sekunde, wir müssen hier noch was aufbauen, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird Natalia super ungeduldig, wird motzig und rennt dann plötzlich selber zum Meer. Das ist das, was Christine erzählt. Sie erzählt, dass Natalia mit ihrer Wachstumsstörung und ihren Einschränkungen auf einmal losgesprintet sei zum Wasser und dass Michael und sie geschockt waren, weil ihnen nicht bewusst war, dass Natalia das kann, weil Natalia eigentlich immer viel getragen wurde, eigentlich nur wenig laufen konnte. Kurz darauf findet Christine zum ersten Mal blutige Unterwäsche bei Natalia, was darauf schließen lässt, dass Natalia ihre Regelblutung schon hat. Allmählich haben die Barnetts so dieses komische Gefühl, betrogen worden zu sein. Sie können noch nicht so richtig festmachen, was es ist. Sie merken nur, hier geht irgendwas vor sich, irgendwas ist hier ganz, ganz falsch. Aber sie können einfach noch nicht den Finger drauf legen, was hier gerade abgeht. Doch die Lage spitzt sich wohl immer weiter zu. Laut Michael fängt Natalia irgendwann an, aggressives Verhalten zu zeigen. Die Barnetts erzählen, sie habe Körperflüssigkeiten an Spiegel geschmiert, habe Unordnung gemacht, habe der Familie gedroht, Sachen gesagt wie, ich bringe euch alle um. Außerdem erzählt Michael, Natalia habe immer wieder versucht,
der Familie weh zu tun. So habe sie zum Beispiel Stecknadeln mit der Nadel nach oben auf die Treppe gelegt, sodass sich die anderen Familienmitglieder nachts dort die Füße aufgespießt haben, wenn sie irgendwie nochmal ein Glas Wasser holen wollten oder zur Toilette mussten. Christine erzählt, dass Natalia immer wieder Messer habe mitgehen lassen. Die habe sie dann versteckt unter ihrem Kopfkissen oder hinter irgendwelchen Schränken und damit habe sie dann gedroht. Natalia habe Bilder von Taten gemalt, die sie anscheinend begehen wollte. Brutale Szenen habe sie dort aufgezeichnet. Und das, was ich so persönlich mit am gruseligsten finde, ist, dass die Barnetts erzählen, dass Natalia Nacht für Nacht in die Zimmer der Familienmitglieder geschlichen sei und dort einfach gestanden habe. And she's just standing there with a knife. Nachts sei Christine zum Beispiel aufgewacht und da habe Natalia gestanden und sie einfach im Schlaf beobachtet. Etwas anderes, das in der Zeit herauskommt, ist, dass Natalia wohl schon bei ganz vielen Familien war und es nirgendwo richtig geklappt hat. Warum, weiß man nicht. Die Lage eskaliert, als die Barnetts zunehmend das Gefühl bekommen, dass Natalia wirklich einen Schaden anrichten möchte. So meint Christine, sie einmal dabei erwischt zu haben, wie Natalia Chemikalien in ihren Kaffee gerührt habe. Außerdem behauptet sie, Natalia habe versucht, sie in einen elektrischen Zaun zu schubsen. Und das ist so der Punkt, wo die Barnetts sagen, okay, es geht so nicht mehr weiter, wir gehen jetzt sowohl zu einem Psychologen als auch zu einem Arzt. Und diese erstellen wohl eine schockierende Diagnose. Denn laut Natalias Zähnen, laut ihren Knochen und ihrer sexuellen Entwicklung sei sie bereits weit über 18 Jahre alt. Das Kind, was man für 6 Jahre alt hält, sei komplett erwachsen. Außerdem besagt ein Gutachten, dass es sich bei Natalia um eine Psychopathin und eine Soziopathin handele, die außerdem sehr manipulativ sei. In einem Gerichtsbeschluss, den die Barnetts dann vorantreiben, wird Natalias Alter auf 22 Jahre umgeschrieben. Ich wusste gar nicht, dass das so geht, aber tatsächlich wird ihr Alter dann von 6 Jahren auf 22 geändert. Im Weiteren wollen die Barnetts Natalia dann in eine Psychiatrie einweisen lassen. Zu diesem Zeitpunkt fängt auch die Polizei und das FBI an, sich in diesen Fall einzumischen, weil sie eben das Gefühl haben, bei dieser Adoptionsvermittlung könnte es sich um einen großen Scam handeln. Die versuchen, Erwachsene aus der Ukraine oder anderen Ländern als Kinder dann in die USA zu bringen. Das sind aber nur erste Vermutungen, was hier passiert sein könnte. Eine andere Vermutung ist, dass Natalia kein Geld hatte, um für ihre OPs zu bezahlen. Denn durch ihre Einschränkungen fallen verschiedene ärztliche Kosten an. Es gibt Gutachten, die erstellt werden müssen. Es gibt OPs, die ihr das Laufen erleichtern würden. Und Adoptiveltern müssen für solche gesundheitlichen Dinge eben aufkommen. Die müssten für solche Eingriffe zahlen. Und das ist was, was viele vermuten, dass Natalia vielleicht einfach jemanden gesucht hat, der für diese Sachen aufkommt. Den Barnetts wird das Ganze aber zu viel und sie lassen Natalia tatsächlich zurück und gehen mit ihren Söhnen nach Kanada. Und für diese Entscheidung gibt es später noch richtig Ärger. Denn jetzt kommen wir langsam zu der Sichtweise von Natalia. Ich habe jetzt ja erzählt, was die Barnetts erzählt haben, aber Natalia hat sich jetzt in einem Interview bei Dr. Phil auch dazu geäußert, was so passiert ist und sie sieht das alles ganz anders. How old are you? I'm 16. You're 16? Yes. So sagt sie zum Beispiel, ich hätte Christine niemals in einen elektrischen Zaun schubsen können, dafür bin ich zu klein und zu schwach. Außerdem streitet sie alle weiteren Anschuldigungen ab. Alle miteinander. Sie sagt, nichts davon stimmt, was sie behauptet haben. Die Barnetts haben sich alles ausgedacht. Sie wollten einfach nicht mehr, dass ich Teil der Familie bin und haben mich dann als kleines Kind zurückgelassen. Außerdem zeigt Natalia einen Arztbericht, der beweisen soll, dass sie zu diesem Zeitpunkt 8 Jahre alt gewesen sei. Also nicht 6, wie die Agentur behauptet hat, aber auch nicht 22, wie die Barnetts denken. Wie gesagt, als die Barnetts nach Kanada gehen, lassen sie Natalia zurück. Sie bezahlen ihr ein Apartment in Indiana, aber das war's dann auch. Also sie zahlen ihr sozusagen die Miete und ein bisschen Unterhalt, aber lassen sie ansonsten komplett alleine dort. Christine erzählt, sie habe täglich mit Natalia kommuniziert. Natalia sagt aber, das stimmt nicht. Eine riesige Diskussion ist daraufhin gestartet, weil keiner das Alter von Natalia kennt. Manche sagen, hey, die Barnetts haben ein Kind alleine zurückgelassen. So, sie haben ein Kind im Stich gelassen, komplett auf sich gestellt. Und andere sagen, nein, Natalia ist komplett erwachsen, sonst hätte sie das überhaupt nicht überlebt. Das ist eben so eine der Argumente, dass die Leute sagen, wäre sie wirklich damals 6 oder 8 Jahre alt gewesen, wie hätte sie alleine in diesem Haus überleben sollen?
Wie hat sie sich gekocht, wie hat sie sich verpflegt, wenn sie wirklich noch ein Kind gewesen ist? Die Barnetts denken tatsächlich, dass Natalia noch viel älter ist. Do you have any doubts that Natalia is an adult? Absolutely not. Sie halten sie für eine Mit-30er-Frau und eben für sehr gefährlich und manipulativ. Andere wiederum sagen, hey, das ist ein Kind mit einer Behinderung, das braucht ganz viel Hilfe und Zuneigung und ihr seid abgehauen. Ihr seid nach Kanada und habt es zurückgelassen in einer Wohnung, die übrigens nicht für ihre Behinderung ausgelegt war. Also alle Schränke und Herdplatten waren viel zu hoch. Außerdem habe Natalia viel mitgemacht, dadurch, dass sie eben aus der Ukraine in die USA und dann bei verschiedenen Familien nicht aufgenommen wurde. Das sei alles so viel gewesen und man soll auch einfach ein bisschen Mitleid mit dem Kind haben. Und das bringt uns jetzt zu unserer Diskussionsrunde. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Fall denkt. Ich kann ehrlich gesagt gar keine Meinung äußern, weil ich komplett lost bin. Die Barnetts sind auf jeden Fall festgenommen worden wegen Kindesvernachlässigung und denen droht jetzt eine Gefängnisstrafe von 6 bis zu 20 Jahren, wenn sie nicht beweisen können, dass Natalia die ganze Zeit schon erwachsen war und sie recht hatten. Wie gesagt, sagt mir gerne, was eure Meinung ist. Haltet ihr Natalia für eine 30-jährige Betrügerin, die einfach ihren Benefit gesehen hat und gehofft hat, jemanden zu finden, der für sie bezahlt und für sie aufkommt? Oder glaubt ihr, dass sie wirklich ein Kind ist, welches zurückgelassen worden ist? Ich fand den Fall auf jeden Fall sehr interessant. Ich werde euch auch updaten, wenn es da noch Neuigkeiten gibt, wenn da ein Gerichtsurteil gesprochen worden ist. Aber ich bin verwirrt. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Freunde, ich wünsche euch was. Passt auf euch auf. Wir hören uns zum nächsten Mal und bis dann. Tschüss!